Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Miles and Marcel. Wir starten heute in der Senator Lounge am Frankfurter Flughafen. Und gleich zu Beginn sei erwähnt, dass dieses Video wahrscheinlich etwas anders wird als die vorherigen Videos. Das liegt daran, dass ich mit meiner Familie unterwegs war und meine Frau und Kind nicht vor der Kamera zeige. Daher sind einige Aufnahmen vielleicht etwas eingeschränkt, aber ich hoffe, dass ihr es dennoch genießen könnt. In der Lounge konnte ich mich bei einer sehr überschaubaren Auswahl an Speisen und einer großen Auswahl von Getränken für den Flug stärken. Es gab, wie bei Lufthansa sehr typisch, ein paar Würstchen mit Kartoffelsalat und natürlich durfte auch eine Brezel nicht fehlen. Die Lounge bietet etliche Sitzgelegenheiten und leider wenig Privatsphäre. Und auch auf die Uhrzeiten an der Wand sollte man sich nicht verlassen, die Uhren gingen nämlich falsch. Wer die Beine ausstrecken möchte, findet ein paar bequeme, aber leider sehr einsehbare Liegesessel. Und hier seht ihr auch schon den Flugzeugtyp, um den es heute geht, die Boeing 747-400, die Queen of the Skies von Lufthansa. Und wohin es geht, verrate ich euch gleich nach dem Intro. Und mit diesem wunderschönen Jumbo geht es heute in der Business Class von Frankfurt nach Dubai. Das Boarding erfolgt in verschiedenen Gruppen. Natürlich haben Gäste mit Starlines Goldstatus sowie Gäste der Business Class Vorrang. Eine First Class gab es auf diesem Flug nicht. Noch früheren Zugang haben nur Kunden mit körperlichen Einschränkungen oder Familien mit Kleinkindern. Und ausnahmsweise war ich diesmal, wie schon gesagt, nicht alleine unterwegs, sondern mit Frau und Kind und kam so in den Genuss eines Pre-Boardings. Und hier sind die Sitzplätze für meine Familie und mich auf diesem Flug. Sitz 81A und C im Upper Deck ganz vorne. Das Upper Deck bietet eine gewisse Privatsphäre, da hier nur 22 Personen Sitzplätze haben. Der Sitz ist durchaus bequem und erwartet einen mit einem großen, bequemen Kissen, so wie einer Decke. Die Beinfreiheit ist wirklich gut. Mit meinen fast 1,90 Meter hatte ich genügend Freiraum, um die Beine übereinander zu schlagen, auszustrecken oder aufrechtzustellen. Der Monitor ist von der Größe her für so eine 24 Jahre alte Maschine völlig okay. Leider ließ er sich aber nicht verstellen und es ist auch kein berührungsempfindlicher Monitor, sondern lässt sich nur mit Hilfe der Fernbedienung in der Armlehne bedienen. Außerdem könnt ihr mit Hilfe der Fernbedienung das Licht einschalten oder den Service kontaktieren. Der Tisch befindet sich ebenfalls in der Armlehne und lässt sich etwas schwerfällig aufbauen. Dafür ist er aber sehr stabil und war sehr sauber. Am Platz befindet sich eine Flasche Wasser sowie das Amenity-Kit, das mich auf ganzer Linie enttäuscht hat. Während man vor Corona hier durchaus eine hochwertige Ledertasche oder ähnliches erwarten durfte, erhält man jetzt einen zusammengerollten Einkaufsbeutel. Praktisch? Ja, wenn man aber weiß, dass diese Beutel vor Corona als Amenity-Kit in der Premium-Economy ausgeteilt wurden, ist dies doch ein sehr starkes Downgrade. Die Kopfstütze lässt sich noch an die eigene Körpergröße anpassen. Ebenfalls lässt sich der Sitz in alle möglichen Richtungen verschieben und sich den eigenen Vorstellungen anpassen. Wenn ihr bei Lufthansa mit kleinen Kindern reist, erwarten euch übrigens einige kleine Überraschungen. So hatten wir schon auf dem Zubringerflug etwas geschenkt bekommen und auch auf dem Langstreckenflug gab es ein kleines Kuschelflugzeug, welches begeistert angenommen wurde. Außerdem gibt es auf Anfrage für Kinder ein Logbuch. Hier tragen die Piloten alle Daten des Fluges ein und unterschreiben für das Kind. Eine tolle Erinnerung. Noch schnell der Begrüßungsdrink und dann kann es auch schon losgehen Richtung Dubai.
In der Luft angekommen, konnte ich die Schuhe ausziehen und mir so einmal richtig bequem machen. Dabei wollte ich natürlich auch ausgiebig den Sitz testen. Auf Knopfdruck erhaltet ihr eine 180 Grad geneigte Liegefläche. Vom Platz her ist das alles okay, auch wenn ich mit dem Kopf oben und mit den Füßen unten etwas anstoße. Kurz nach dem Start gab es leckere Mandeln. Leider waren diese kalt und werden nicht wie zum Beispiel bei Qatar Airways erwärmt, denn dann würden diese noch viel besser schmecken. Auch der Getränkeservice funktionierte super und es wurde während des gesamten Fluges ständig aufgefüllt und man wurde gefragt, ob es noch etwas sein darf. Sowieso war die Flugbegleiterin, die für uns im Upper Deck zuständig war, großartig und macht einen fantastischen Job. Wieder einmal merkt man, dass es in erster Linie am Personal liegt, ob man einen Flug in guter Erinnerung behält. Auch nach dem Start ließ sich der Monitor nur mit der Fernbedienung bedienen. Das Menü gefällt mir bei Lufthansa ganz gut. Ich hatte hier noch nie große Probleme, mich zurechtzufinden. Einer meiner ersten Stops ist immer die Flight Map. Die schaue ich mir bei nahezu allen Flügen ausgiebig an, da ich es spannend finde zu sehen, wo wir gerade langfliegen, in welcher Höhe und so weiter. Die Auswahl der Filme war okay. Ein paar aktuellere Filme und jede Menge Classics finden sich in der Mediathek, neben einzelner Episoden von TV-Shows und Podcasts sowie Musikalben. Werfen wir noch schnell vor dem Essen einen Blick in die Toilette. Diese war wirklich furchtbar winzig, dunkel und ohne jeglichen Charme. Lediglich Handseife sowie Handcreme befanden sich hier. Im Amenity-Kit befand sich ein Zettel, dass aus umwelttechnischen Gründen, das heißt auf Deutsch Sparmaßnahmen zulasten der Kunden, sich keine Schlafmasken und Earplugs mehr im Amenity-Kit befinden. Diese fände man aber auf den Toiletten. Leider stimmte das sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückflug nicht. Die Menükarte ist für einen 6-Stunden-Flug völlig in Ordnung. Was meint ihr? Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr gewählt hättet oder was für euch bei einem Flug auf gar keinen Fall fehlen darf, damit ihr ihn schön genießen könnt. Ich habe mich für das marinierte Rindfleisch als Vorspeise entschieden. Ein wirklich leckerer Appetizer. Als Hauptgericht gab es die Maispoladenbrust. Die Ratatouille-Beilage war sehr lecker, aber der Rest war sehr langweilig, die Graupen quasi geschmacklos. Auf Nachfrage habe ich Salz und Pfeffer bekommen, die das Essen deutlich aufgewertet haben. Warum sich die Streuer nicht wie früher standardmäßig auf dem Tisch befinden, ist wohl auch einer Sparmaßnahme zu verdanken. Als Dessert gab es noch einen Mandelpudding und anschließend ließ die Getränkekarte kaum einen Wunsch offen. Zeit, sich kurz etwas die Beine zu vertreten und die Treppe herabzusteigen. Ich finde es immer ein unglaubliches Gefühl, das in einem Flugzeug zu tun. Hier seht ihr, wie schön die Business-Class-Kabine vorne spitz zusammenläuft. In der 7478 befindet sich an dieser Stelle die First Class. Mir gefällt aber das lichtdurchflutete Upper Deck und ich würde es bei einem Tagflug immer wieder wählen. Kurz vor der Landung gab es noch zwei kleine Sandwiches.
Und hier noch ein kleiner Tipp. Wenn euch kalt ist auf dem Flug oder ihr einfach ein tolles Souvenir haben möchtet, dann fragt doch einmal freundlich nach einer Wärmflasche. Lufthansa hat diese üblicherweise auf Langstrecken an Bord. Und wenn man so eine liebe Flugbegleiterin hat wie wir bei diesem Flug, dann bekommt man sogar einen Mehrwegbecher geschenkt, der jetzt einen Ehrenplatz auf meinem Schreibtisch hat. Das ist wirklich ein klasse Service von Lufthansa. Insgesamt war ich mit dem Flug zufrieden. Der Service war sehr gut. Lediglich die Sparmaßnahmen beim Amenity-Kit haben meine Stimmung etwas getrübt. Normalerweise sind hier die Videos ja schon vorbei, aber an dieser Stelle springen wir jetzt einmal ein paar Tage, denn ich möchte euch noch ein paar Eindrücke vom Rückflug zeigen und ich habe auch ein paar Aufnahmen gemacht aus dem wirklich fantastischen Hotel, das wir hatten in Dubai, dem Conrad. Hier hatten wir wirklich ein ganz fantastisches Zimmer bekommen, aber seht selbst alles Weitere jetzt hier im Video. Und natürlich möchte ich euch auch gerne noch einmal unser Zimmer zeigen, was wir hier im Conrad bekommen haben. Gebucht hatte ich ein King Deluxe Room und das ist schon ein ganz tolles Zimmer, kann man sagen. Aber als Goldmitglied oder Diamond Member hier bei Hilton hat man ja ein paar Optionen, zum Beispiel, dass man bei Verfügbarkeit ein Upgrade bekommt und das habe ich bekommen. Und nun schaut mal an, was sich hier hinter dieser Tür verbirgt. Wir haben tatsächlich ein Upgrade in eine King Deluxe Suite bekommen. Dieses Glück hatten wir bei einem Besuch vor ein paar Jahren schon einmal und waren überwältigt, wieder diese wunderschöne Suite zu bekommen. Neben einem sehr hübschen Eingangsbereich befinden sich hier mehrere Räume. Zu eurer Rechten gibt es ein großes Wohnzimmer, in dem ihr auch mit mehreren Personen bequem Platz findet. Die Ablage hatte nicht nur genügend Platz für unsere ganzen Babynahrungsprodukte, sondern wurde auch täglich mit Wasserflaschen aufgefüllt, das übrigens kostenlos für Statuskunden ist. Auch eine Kaffeemaschine mit kostenlosen Kapseln befindet sich hier. Einen Kühlschrank gibt es natürlich auch, diesen müsst ihr aber selber befüllen oder den hochpreisigen Roomservice anrufen. Gläser, Tassen, Untersetzer, Flaschenöffner, hier blieben wirklich keine Wünsche offen. Ein großer Fernseher und eine Bose Soundanlage bieten Entertainment, wenn einem Dubai nicht schon alleine reicht. Ein Esstisch befindet sich ebenfalls hier und auf Nachfrage brachte man uns einen Kinderstuhl aufs Zimmer. Am Ende des Flures befindet sich ein Gäste-WC. Und zurück in den Flur und links herum, dann kommt man in das fantastische Schlafzimmer mit großem Kleiderschrank. Hier findet ihr auch ein Safe, Bügeleisen, Bademantel, Slipper und so weiter.
Das Badezimmer habe ich extra am Anreisetag für euch aufgenommen. So ordentlich bekommt man das ja sonst nicht mehr hin. Eine große Regenwalddusche mit ausreichend Platz sowie Duschgel, Shampoo und Conditioner. Außerdem ein abgetrennter WC-Bereich sowie ein großes Waschbecken und zahlreiche Amenities. Hier könnte sich Lufthansa mal eine Scheibe abschneiden. Und schaut einmal, wie großzügig das Zimmer geschnitten ist. Hier kann man den Aufenthalt wirklich genießen. Das Bett war super bequem und ich habe hier wirklich fantastisch geschlafen. Was mich lediglich etwas stört, ist oft diese gemeinsame Bettdecke. Und das ist nicht, wie man das aus Deutschland gewohnt ist, zwei einzelne Bettdecken gibt. Das führt manchmal danach zu kleinen Kriegen, wer die Bettdecke für sich gewinnen kann. Und hier noch etwas für alle Technikfreunde. Vom Bett aus lassen sich über ein Touchpanel etliche Sachen in der Suite steuern. Zum Beispiel könnt ihr auf Bitte nicht stören oder Zimmer aufräumen stellen, das Masterlicht ausschalten, das Licht über dem Bett oder, was für eine schöne Spielerei, vom Bett aus die Vorhänge steuern. Sowohl die schweren Nachtvorhänge als auch die leichten Tagvorhänge. Und dann kann man anschließend diesen Ausblick aus dem 34. Stock genießen. Leider war es an diesem Tag etwas diesig, aber an anderen Tagen hatte man eine fantastische Sicht auf das Burj Al Arab. Man konnte das Atlantis auf der Palme sehen. Wirklich fantastisch. Direkt vor der Tür des Hotels befindet sich übrigens eine Metrostation, mit der man alle wichtigen Ziele erreichen kann. Die Metro ist allerdings meist sehr überfüllt und es liegt an euch zu entscheiden, ob ihr das in Kauf nehmt oder man dann doch lieber ein Taxi oder ein Uber nimmt, was in Dubai nicht viel kostet. Das Frühstück war wirklich Weltklasse und ließ keine Wünsche offen. Leider war es dort immer so voll, dass ich keine Aufnahmen machen konnte, ohne die Privatsphäre der anderen Gäste zu stören. Nachmittags und abends bietet das Restaurant ein à la carte Menü, beziehungsweise abends ein wirklich köstliches Buffet. Die Außenterrasse kann zu allen Zeiten genutzt werden. Eine schöne Poollandschaft unter Palmen lädt ein, auch hier ein paar Stunden zu verweilen. Irritierend wird es nur, wenn man weiß, dass wir uns gerade im 6. Stock befinden. Das Conrad Dubai gefällt mir wirklich sehr gut. Der Service und die Freundlichkeit ist spitze. Lediglich das Housekeeping hat diesmal, trotz eines hohen Trinkgeldes, nur das Nötigste im Zimmer gemacht. Letztes Mal gab es noch Pralinen oder kleine Handtuchtiere. Letzteres wäre bei einem mitreisenden Kind sicher großartig angekommen. Vorbei am Conrad Spa machen wir jetzt einen großen Sprung und zwar zum Rückflug. Hier geht es jetzt für euch zum Flughafen in Dubai. Als Hon, Lufthansa-Senator, Frequent Traveler oder einfach Business-Class-Kunde könnt ihr eine der beiden Lufthansa-Lounges kostenlos nutzen. Oder ihr könnt auch gegen Aufpreis, wenn ihr zum Beispiel in der Economy oder Premium Economy fliegt, euch den Zugang kaufen. Das würde ich euch in Dubai allerdings nicht empfehlen, denn beide Lounges sind wirklich sehr klein und bieten exakt die gleiche Auswahl an Getränken und Speisen. So gab es an diesem Abend Wraps, Chicken Curry, Gemüse und Reis sowie eine Suppe. Geschmeckt hat es, aber nach einiger Zeit sind wir in die nebenanliegende Alan Business Class Lounge gewechselt. Als Inhaber einer American Express Platinum Kreditkarte habt ihr unbegrenzten Zugang zum Lounge-Netzwerk von Priority Pass. Und so konnten meine Frau und ich diese Lounge kostenfrei aufsuchen und schaut einmal, wie viel imposanter das Ganze doch wirkt. Die Auswahl an Speisen und Getränken war wirklich riesig. In jeder Ecke der Lounge befand sich etwas zu essen oder zu trinken. Außerdem gab es eine Bar, in der die Getränke auch frisch zubereitet worden sind. Diese Lounge kann ich euch wirklich sehr empfehlen.
Mehr Infos zur American Express Platinum Kreditkarte, zu den Zugängen über Priority Pass und wie ihr auch an das Ganze rankommt, das findet ihr natürlich auch auf meiner Homepage. Dort könnt ihr die American Express Platinum Kreditkarte auch zum Beispiel bestellen und wenn ihr das über meine Seite macht, bekomme ich eine kleine Provision, die mir hilft, diesen Kanal weiter zu betreiben. Die Konditionen bleiben für euch natürlich die gleichen. Hier seht ihr noch einmal die hervorragende Auswahl an warmen und kalten Speisen und Desserts. Hier kann man sich wirklich mehrere Stunden ganz bequem aufhalten und einen entspannten Flug starten lassen. Kurz nach 1 Uhr nachts Ortszeit war dann auch das Boarding und es ging für uns in den Flieger. Diesmal sitze ich nicht im Upper Deck, sondern habe mich für die erste Reihe unten entschieden. Hier hat man doch, wie man gleich sehen wird, deutlich mehr Privatsphäre, was einem für einen Nachtflug, in dem man versucht zu schlafen, doch deutlich mehr Komfort bietet. Hier seht ihr auch noch einmal den berühmten Einzelsitz in der 747-400, der für Alleinreisende ideal ist. Und so privat sitzt man hier in der ersten Reihe. Hier kommen auch nachts keine Gäste vorbei, die vielleicht auf Toilette wollen oder ähnliches. Und man kann wirklich seinen Schlaf genießen. Früher gab es auch noch zur Begrüßung ein warmes Tuch zum Erfrischen. Das habe ich auch schon auf dem Hinflug vermisst. Heute erhält man leider nur diese unangenehm riechenden Desinfektionstücher. Warum Lufthansa nicht auch wie Emirates oder Qatar Airways wieder warme Tücher reichen, erschließt sich mir nicht. Es sei denn, es geht wieder nur ums Sparen. Wieder am Platz, eine Flasche Wasser sowie ein Amenity-Kit, leider wieder so ein Beutel, den man früher in der Premium-Economy bekommen hat. Liebe Lufthansa, bitte ändert das wieder schnell. Und leider gab es bei diesem Nachtflug nicht mal Nüsse zur Begrüßung, gab es vor Corona aber auch schon nicht, verstehe ich aber nicht so ganz warum. Kurz vor dem Start wurde die Kabine verdunkelt und so konnte man einen tollen Blick durch die zahlreichen Fenster auf den Flughafen genießen. Testen wir noch einmal kurz die Toilette. Diese ist wirklich geräumiger und heller als im Upper Deck. Aber wirklich wohl fühlt man sich hier auch nicht. Auch die im Amenity Kit versprochenen Amenities waren hier ebenfalls nicht zu finden. Schnell wieder zurück an den Platz und einmal schauen, was sich Lufthansa als Menü für diesen Nachtflug überlegt hat. Die Auswahl war wirklich sehr übersichtlich. Man muss dazu aber auch sagen, dass die meisten Passagiere relativ schnell geschlafen haben. Trotzdem würde ich mir bei einem Business Class Flug etwas mehr Auswahl wünschen. Schließlich weiß Lufthansa ja nicht, wo ich herkomme oder welchen Zeitrhythmus ich habe. Das wäre schon etwas komfortabler. Das Ei zum Frühstück war wirklich ganz okay, nur Salz hat für meine Bedürfnisse wieder gefehlt. Was bleibt als Fazit über diesen Flug festzuhalten? Lufthansa tut sich mit seinen Sparmaßnahmen keinen Gefallen. Gerade Kunden, die Vergleiche mit Business- oder First-Class-Flügen haben, werden die Einschränkungen stark wahrnehmen und sicherlich nicht zufrieden sein. Dafür war bei beiden Flügen der Service gut bis sehr gut. Freundlich, humorvoll, aufmerksam. So soll es sein, das war wirklich klasse.
Ich hoffe, klasse fandet ihr auch dieses Video und es hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal reise ich sicherlich wieder alleine und kann euch dann auch etwas alles ausführlicher zeigen. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder gebt einen Daumen nach oben, das würde mich wirklich sehr freuen. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Marcel.